Name ist Dennis Fink und ich bin Doktorand am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie. Und ich würde gerne in den nächsten paar Wochen euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, was wir hier auf dem deutschen Forschungsschiff FS Meteor so treiben. Die FS Meteor wurde 1986 gebaut, ist fast 100 Meter lang und hat als Heimathafen Hamburg. Und bevor wir uns jetzt mal ansehen, was wir an Bord der Meteor so alles machen, würde ich sagen, reden wir doch erstmal mit der Fahrtleiterin Nicole Dubelier über das, was wir die nächsten 5 Wochen hier so vorhaben. Ich bin Nicole Dubelier, ich bin die Fahrtleiterin von dieser Fahrt. Das ist die 82. Expedition von der Meteor, deswegen heißt diese Fahrt M für Meteor, M82, 3, dritter Leck. Wir fahren zum Menasquan Hydrothermalquellenfeld, das liegt südlich von den Azoren. Dort liegt in 800 Meter Wassertiefe ein großer Unterwasservulkan, an dem die Hydrothermalquellen liegen, die uns interessieren. Dort werden wir mit dem Tauchroboter Quest vom Marum Proben holen, die hier an Bord dann von unseren Chemikern und unseren Biologen und Geologen bearbeitet werden. Wir sind jetzt auf dem Transit. Der dauert 24 Stunden, bis wir genau am Hydrothermalquellenfeld Menasquan ankommen. Und dann kann es endlich richtig losgehen. Und damit es auch richtig losgehen kann, arbeiten hier Crew und Wissenschaftler Hand in Hand, machen das Schiff startklar, bauen die Labore auf. Hier sehen wir Mitarbeiter des Tauchroboters Quest, wie sie noch letzte Änderungen vornehmen, damit der Roboter startklar ist. Außerdem bekommen wir eine Sicherheitseinweisung, denn wir müssen ja wissen, was hier im Ernstfall zu tun ist an Bord. Und ganz nebenbei laufen wir dann aus dem schönen Hafen aus Ponta Delgada aus und unserer 5-wöchigen Reise entgegen. Und obwohl am Ende des heutigen Tages noch nicht alle Kisten ausgepackt sind, sind wir doch ganz zuversichtlich. Crew und Wissenschaftler sind bester Laune, das Wetter ist gut. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder, wenn es heißt Neues vom Palldeck. Thank you.